So, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga und da geht's weiter mit dem Auswärtsspiel wahrscheinlich. Da wir gerade ein Heimspiel hatten gegen Hannover, spielen wir heute gegen Osnabrück. 3-0, der Heimsieg gegen Hannover 96. Mir hat da so eine junge Mann, der hat nämlich sehr gut gefallen. Jo, ja, der hat nämlich seinen Tor gemacht. Wo er einfach mal kurz von rechts nach links durchgelaufen ist und das Ding oben einfach eiskalt in Knick gelegt hat. Also, durchaus eine Möglichkeit, dass er heute tatsächlich in der Startelf steht. So, wir spielen tatsächlich auswärts. Okay, das ist immer gut. Das heißt, ich kann ein bisschen rotieren wieder mal. So, Gadwula, der auch. Ja, den Gadwula möchte ich ja abgeben. Wahrscheinlich zur neuen Saison. Zur neuen Saison, ja. Doch, war richtig. Zur neuen Saison, genau. So, ich wechsle einfach mal durch. Jo, darf heute mal ein bisschen von Start, aber in der Startelf spielen. Oder darf jetzt ein bisschen in der Startelf spielen. Mercan hat sehr gut gemacht auf der Position. So. Kubilanski wird heute mal ein bisschen von Anfang an spielen. Warte mal raus. Ja, ich muss halt Gabula opfern. Entschuldigung, aber es ist halt leider so. Auch hier wieder ein bisschen durchrotieren mal. Ein paar Jungs, die doch nicht so wirklich, die wir brauchen für die neue Saison, für die nächsten Spiele. Weil Liga, Anführungszeichen, ist natürlich ist noch wichtig. Wir wollen natürlich die maximale Punktzahl holen. Also was heißt maximal, die maximal noch zu erreichen. Das sind jetzt noch 12 Punkte. Das heißt, wir werden am Ende auf 97. Wird nicht ganz so viel wie in Liga 3 werden. Aber wichtig ist, unsere Aufgaben zu erledigen, um nicht einfach das Zeichen zu setzen. Ey, die lassen sich einfach hängen, lassen die Gegner gewinnen, um das alles ein bisschen zu verfälschen. Nein, nein. Also mein Ärger ist auch trotz der ganzen Rotation ist immer natürlich da, jedes Spiel gewinnen zu wollen. So, die Rotation sind immer alles Fitnesskunde. Nur so nebenbei. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolffuß und der Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Partie. Jawohl, Wolf, auf die beiden freue ich mich immer. Die gehören in puncto Offensive, für mich zumindest, zur absoluten Elite. Die Nummer 18, Moritz Trapp. Die Nummer 23, David Blacher. Die Nummer 29, Brian Henning. Und mit der Nummer 14, Etienne. So, wo ist die Aufstellung hier? Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Jo. Eine Spitze, das Mal ist es Flo Krüger, der einfach mal mit ein bisschen Tempo über vorne reingehen soll. Und wie gesagt, wir einfach mal durchrotieren. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und Joe, wie gesagt, spielt heute mal auf der rechten Seite. Weil er im letzten Spiel gegen Hannover dieses Tor gemacht hat, dieses richtige Tor gemacht hat und einfach erstmal verdient hat. Einfach mal zu. Gibt's Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel? Wieder vier Minuten. Hier einen Strafstoß für die Gastgeber und sie haben das Tor gemacht. Er schießt den Ball genau in die Mitte. Da hat er natürlich auch ein bisschen Glück. Wenn der Keeper da stehen bleibt, dann hat er den Ball. Neuer Spielstand damit 1-0. Vier Minuten sind gespielt. Dankeschön. Also, 1-0 Parallelspiel. Ich weiß noch nicht gerade, wie das Parallelspiel lautet, weil ich nicht reingeguckt habe, wie der Spielplan momentan ist. Wir werden es in der Halbzeit sehen. Da werde ich es euch dann erreichen. Nein,
Und die erste Chance für den VfL Osnabrück, also die ersten zwei, Mustafi. Jean Bosejour. Bosdor. Der FC Schalke zeigt eine gute Leistung beim. Schöner Ball auf Krüger. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und der macht halt eiskalt. Ja, Osnabrück haben die ersten zwei Chancen, nutzen sie nicht. Und die Schalke gehen nach 11 Minuten einmal durch und machen es 1-0. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle. Also, das 1-0 ist auf jeden Fall schon mal gefallen für uns. Wie gesagt, Osnabrück sollte eigentlich nicht so die Mega-Herkulesaufgabe sein, aber ne? Krüger, viertes Tor in der Liga. Tor Schalke 04. Die Nummer 14. Florian Krüger. Ja. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner. Ulrich, gut gelöst. Spielt der Famate in der Rechts als Rechtsverteidiger. Und dann haben wir Krüger wieder. Deswegen ist er vorne drin, weil er einfach Tempo auf der Position hat. Und macht das weiter. Tor Nummer 5. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Weil du ihn einfach mal schicken kannst, in die Gasse schicken kannst. Das ist aber bei Terodde ja nicht immer der Fall. Ich hoffe, dass er mein Schalker den Krüger ja holen. Also sind wohl dran an ihm. Aber wirklich kommt. Also Dosen soll wohl auf der Zielgeraden sein. Terodde ist im Gespräch. Krüger soll wohl Gespräche sein. Oder beziehungsweise als Idee sein. Also mal gucken, wer dann letztendlich final kommt und geht. Vor allen Dingen. Deswegen bin ich ja ziemlich froh, dass wir das Wochenende gewonnen haben. Dass wir einfach mal wieder ein bisschen was haben. Jetzt geht es weiter mit dem Auswärtsspiel. Naja, ich glaube, Bielefeld ist ruhig jetzt. Bielefeld und Freiburg sind die nächsten Gegner. Auf Papier leichte Gegner, aber. Naja, ich spiele beide Spiele verloren. So nebenbei zu Hause. 2-0 gegen Freiburg und 1-0 gegen Bielefeld. Mal gucken, einfach. Okay, hey. So, gehen wir mal zu FIFA zurück und mit dem Spiel gegen Osnabrück. Wir führen mit 2-0 und wollen natürlich jeder diese drei Punkte mit nach Hause nehmen. Wie gesagt, es geht ja auch alleine ein bisschen um die Moral und. Ja, Juve ist ja auch nicht so weit weg noch. Es gibt Einwurf. Und mit dem Einwurf. Das ist die richtige Entscheidung. Der Ball war einfach schlecht gespielt. Überflüssiger Ballverlust. Richtig, weil er auch einfach alles geplant war. David Blacher. Ah! Mustafi ein bisschen ausgetanzt hier und dann ist es ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Mustafi. Ja, das ist es halt, ne? Es ist Krüger, der, wie gesagt, kommt dann zum Spiel, wenn er da eine schnelle Spitze drin hat. Und der macht das nicht, das 3-0, sondern holt zumindest die Ecke raus und die Werfers ist dran gefallen. Aber nochmal, das ist ein ganz anderes Spiel, wenn du da vorne einen hast, den du einfach reinschicken kannst. Er geht in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Dragovic, eigentlich Innenverteidiger, der jetzt mal auf die Außenbahn geht. Ja. Ludwig, das ist ein Außenverteidiger, der das eher kann und das könnte in die nächste Ecke geben. Das gibt die Abstoß. Abstoß. Ah. Okay, dann war er doch noch dran. Ich dachte, ich hatte ein bisschen gehofft, dass euch noch aus der Brücke noch mit dran war. Dass wir hier auf Ecke gehen können. Wie sieht das Wetter aus? Also 0-2 momentan, durch einen Doppelschlag von Krüger. Da sind wir auf Tour. Bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also, die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Wer ist der Ball? Also, Osnabrück versucht es natürlich immer noch wieder aufzubauen, aber die hat sich jetzt hier das dritte Tor fangen. Ja. Christian Santos. Also, das Ding ist eigentlich gefühlt entschieden. Das ist die Chance. Aber, wie gesagt, auch die Osnabrücker dürfen wir natürlich nicht, und das hat auch dem Motto, wir lassen sie mal spielen. Weil da kommt sowas raus hier, und wenn die dann natürlich gerne mal ein Tor machen. So, die Situation ist überstanden. Es gibt einen langen Ball.
Pass wird abgefangen, aber das und jetzt geht's über Rabinak, der jetzt mal über außen was versuchen kann. Oh Gott, Alter, solche Bälle musst du doch einfach mal einlegen. Das ist nicht der erste, den mal so verlegen. Ja. Weil der steht am frei vom Tor außen an der Grenze zum 5-Meter-Raum und der muss eigentlich drin sein. Tut mir leid, das muss das 0-3 sein. Und der hat schon zwei gemacht. Also die beiden Schwerter hat er gemacht und den leichten, den nutzt er dann einfach nicht. Wie gesagt, der muss einfach nur ein normales Tor bringen, dann ist das Ding ja eigentlich drin. Aber sei es drum, 2-0 die Halbzeitführung. Mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. So, kurz im Zwischenstand. Sandhausen gegen Hannover, gegen die wir eben 3-0 gewonnen haben. Also das ist eben in der letzten Folge. Steht 1-0. Und Dresden gegen Bochum. Unentschieden. 1-2-1. Und hier führen wir 2-0 in Osnabrück. Die Schalker sind bisher gut drauf. Sie liegen hier auch vorne. Jetzt geht's mit der zweiten Hälfte weiter. Na, der Joe, da kommen wir dann auch nicht durch. Da hat der Verteidiger ein bisschen... Sehr gut aufgepasst. Also 5 Pfund. Aufgepasst. Uff, und die Chance. Oder das erste dicke Lebenszeichen für Osnabrück. Die Riesenchance. Hatte was von Joe? Er ist ein hechtender Klassekeeper. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Dragovic, Ludwig. Den konnte er kaum besser machen. Jetzt ist er mal durch. Kriegt er den durch, ja. Joe gegen Kidd. Und den lässt er nicht, der lässt sich nicht ausspielen und jetzt können Sie den Ball rein. Zumindest in dieser Situation nicht, jetzt mit der Situation, ja. Klasse Technik. Ich wollte eine Schussposition, vielleicht so ein zweites Saisontor machen. Aber, der kommt nicht durch und auch die Osnabrücker, da hat der Trainer die Jungs am Eis gemacht, nach dem Motto, macht das eine Tor und dann könnt ihr das durchaus nochmal was drin werden. Aber Ludewig hat was dagegen. Der jetzt ein bisschen auf der Außenbahn spazieren geht. Jetzt den Ball auf Joe schickt. Der Vorstoß auf Außen. Der ja, auf Tempo geht. Der Junge ist, glaube ich, 16 oder 17 gerade Mann. So, und zieht Abstoß. Gibt's das, ist das Abstoß? War der doch dran? Es gibt einen Wechsel. Also, Wechsel bei den Osnabrückern. Wir lassen unsere Wechsel noch gerade drin. Studio. Es gab nämlich ein Tor. Weiteres Tor. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SV Sandhausen. Sandhausen 2-0. Der lautet damit also 2-1. 2-1 gegen Hannover. Danke für die. Okay, dann sind zwei Tore tatsächlich in den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit gefallen. Da stand 2-1 zur Pause. Und das. Jetzt weiß ich nicht, ob der Schiedsrichter. So, die Frage ist: gibt er gelb oder rot? Wenn er auf Notbremse geht, muss er auf glatt rot gehen. Ne, es gibt auf gelb. Nicht ich hätte tatsächlich sogar fast rot getippt. Jetzt muss er aber höllisch aufpassen. Weil Krüger war durch. Der Krüger war nämlich durch. Das war ein Foul und er war durch und da war kein Verteidiger mehr dabei gewesen. Und deswegen wäre es eigentlich glatt rot gewesen, weil es eine Notbremse eigentlich war. Glück für die Osnabrücker, dass es hier keinen Platz für Weiß gibt. Ludwig. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. 3-0, Kobylanski. Schön gespielt. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Tor fällt fast zwangsläufig. So, Tor Nummer 24 für den Top-Torjäger Liga 3. Also fast die Top-Torjäger Liga, jetzt in Liga 2 ebenfalls 24 und in der zweiten Liga da, in der dritten Liga 34 gemacht. Und jetzt gibt es den nächsten Konter. Klasse Pass. Der Ball war gut gespielt und kommt aber nicht ganz durch, deswegen. Das war eine ganz enge Szene. Hier regnet es mittlerweile richtig ordentlich, Buschi. Ja, da können wir wirklich froh sein, dass die Rasenanlagen heute
heutzutage so modern sind, sonst wäre hier an Spielen überhaupt nicht mehr zu denken. Und das war Mertan, der die nächste Chance hat, hier auf 4-0 zu stellen. So, Wechsel bei den Osnabrückern nochmal. Wir haben sie noch nicht gemacht, aber ich werde sie jetzt gleich tun. Den Tommy mal bringen. Marco Richter, den kann ich hier vorne mal hinter die Spitze setzen. Und dann zwischen Terodde rein. Ja, machen wir einfach mal Dreifachwechsel wieder. Das können wir gut. Die Gäste werden wechseln. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und dann kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Sandhausen. Neuer Spielstand damit 3:1. 3:1 gegen 96. Die haben wieder drei Stück geschluckt. Haben sie ja von uns auch schon. Jetzt gibt es den Abstoß und einige Meter am Tor vorbei. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. So, da gibt es den Dreifachwechsel. Joe heute mal nicht so effektiv. Krüger hat zwei Tore gemacht. Uiuiuiuiui, das darf natürlich nicht passieren. Da hinten drehen, das ist Mustafi und den hat er auf jeden Fall selber zu verantworten. Ja, schade. Das ist aber auch kein ein absolut überflüssiges Gegentor. Ja, das ist schon bitter. Das war auf jeden Fall eine Marke überflüssig. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und das fällt. Und ich habe gerade dreimal gewechselt, das würde ich ihn jetzt rausnehmen. Weil das war einfach, wie gesagt, das war geschenkt. Der Spielstand lautet jetzt also 3:1. Also Tor für Osnabrück, wie gesagt, nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner. Ja gut, das Tor ist aber ein mega Geschenk gewesen. Richter. Was macht er drauf? Gibt Abstoß. Abstoß. Ja, ich war dann eigentlich den Rückraum nochmal spielen, weil die Dinger sehr gefährlich sein könnten. Naja, 3:1. Mann, ärgert mich das gerade. Ich meine, die drei Punkte ändert sich nichts, aber trotzdem ist es halt einfach. Naja, egal. Schönes Bällchen. Wird da rausgeklärt. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, Terodde! Das war jetzt kein Abseits. 4:1. Einfach den Konter gesetzt nach außen. Hinten abgefangen und dann durch. Und Terodde trifft zum 31. Mal. Eingewechselt und trifft. Und deswegen hoffe ich, dass die Schalker den noch holen. Das wäre super. Der mit Dosen vorne drin, weil diese Ansehensweise knipsen wie diese Saison, dann könnte das durchaus was Gutes sein. Also, wie gesagt, 31 Saisontor und in der 90. eingewechselt. 4:1. Ja, 4:1. Wenn man halt weiß, dieses Tor war einfach überflüssig. Aber egal, drei Punkte sind es auf jeden Fall und. So ist es. Da Schell die zwei Tore gemacht am Anfang und dann war das Ding eigentlich ziemlich im Griff. Ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden sein. Wobei der auch tatsächlich hätte, er hätte tatsächlich auch einen Doppelpack machen, Dreifach machen müssen. Ich erinnere mich an den Kopfball, den er aus dem von der Kante des 5-Meter-Raums. Noch vorbeigesetzt hat. Auch hier ist wieder alles hoch verdient. Ballbesitz plus, Schüsse aufs Tor plus. Schüsse, was es aber betrifft, haben die Osnabrücker ein paar mehr, sonst nämlich 9:7 vorne. Aber es ist, wie gesagt, auch gut. Egal. Zweikämpfe sind mal hinten, das ist aber auch egal. Fouls haben sie 1 gemacht, das wird durchaus eine rote Karte sein können für Osnabrück. Ecken haben wir 2 gemacht, passt auf jeden Fall.
Wir haben unsere Tore gemacht und dann ist Jule 4-1. Hauptsache, das Ding ist nach Hause gefahren. So, und im nächsten Spiel treffen wir auf Cristiano Ronaldo und Juventus Turin, obwohl da Piemonte Calcio steht. Es ist einfach so, dass FIFA tatsächlich für Juve und für die Roma keine Lizenzen hat. Ich glaube, für Name und Trikots und Logo zu verwenden. Deswegen halt leider diesen, meiner Meinung nach, Quatsch, dass sie diese Fake-Namen drin haben. Piemonte ist, glaube ich, das Gebiet, wo Turin halt liegt, in Piemont. Das konnte ich mir jetzt nicht verklären. Und ja, Roma ist hier, glaube ich, Roma FC. Ich finde es schade, weil jahrelang hat es einfach funktioniert und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie dem auch sei, es wird definitiv eine andere Hausnummer werden. Und ob wir die Jungs schlagen können und dann ins Finale einziehen können. Und dann wartet vielleicht sogar ein Deutsch italienisches, es könnte wieder ein italienisches Team warten, es könnte wieder ein deutsches Team warten, oder es könnte sogar das Aus sein. Wir gucken mal gerade kurz auf die Halbfinalpartien und die heißen nämlich dann noch, die Parallelpartie ist Leverkusen gegen Lazio Rom. Und wie gesagt, es könnte ein rein deutsches Finale sein, es könnte ein rein deutsch-italienisches, es könnte ein rein italienisches Finale sein. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir haben ein Heimspiel zu Hause, das heißt, wir müssen im Gegensatz zu Braga, Tottenham und Atletico das erste Mal zu Hause am ersten Spiel ran. Das heißt, dann auf ein Grundstein legen und dann schauen, wie es im Rückspiel läuft. Andersrum wäre es mir lieber gewesen. Ist halt leider einfach so. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier den Grundstein legen können für den Einzug ins Europa-League-Finale. Bis dahin und tschüss.